als Hugo Wolf die Motten kriegte. Hugo Wolf kriegte die Motten, als er gerade eine Zwiebel aß und sein 253. Lied komponierte. Es war ein verregneter Tag im April und die Würmer kamen aus der Erde und summten Tannhäuser und er drehte durch. Er fegte das Tintenfass vom Tisch. Sein Blut hämmerte an die Schläfen und er heulte und brüllte und schrie. Und die Hausverwalterin unten im Erdgeschoss dachte: Ich hab's doch schon immer gewusst, dass dieses Arschloch nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Und jetzt hat er sich also seine letzte Arie runtergewichst und mit der Miete, die er noch schuldet, lässt er uns hocken. Eines Tages wird man ihn im Regen beerdigen und irgendwann wird er mal berühmt sein. Aber im Moment interessiert mich bloß eins, dass er endlich mit dem verdammten Geschrei aufhört. Für mich ist er nichts als ein dämlicher, schwuler Affenarsch. Und wenn sie ihn hier rausschaffen, kann ich bloß hoffen, dass man mir einen anständigen, soliden Fischer reinsetzt. Oder einen Henker. Oder einen, der fromme Traktätchen verkloppt. Und Schluss.